Ja, salut zusammen. Da ist der Didi von den Master Drunkins. Und ja, das ist immer noch GTA 5. Letzte Folge habe ich voll pro-mäßig durchgeskillt, eine halbe Stunde etwa gebraucht für so ein schnügeliges Autorennen. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt, ich würde jetzt eigentlich mal eine weitere Story machen, aber irgendwie war es Abend und ich konnte nichts machen zu dieser Zeit. Jetzt fahre ich nur schnell heim, so mit der Garage zu Hause, cool. Mit cool meine ich so. Es schaut mein Auto einfach wieder da. Ja, easy. Ich habe jetzt eins so reingekommen. Ich schwöre, vorher war mein zweites Auto nicht da gewesen. Und alle, die es nicht mitbekommen haben, wo ich heute angefangen habe zu spielen, bin ich zu meiner Garage. Und dann sind echt zwei von diesen Weißautos aufeinander aufgestanden. Jetzt habe ich echt zwei von denen. Keine Ahnung, ob das Absicht ist, oder? I don't know. Da ist eigentlich Rennen. Was ist denn das? Gondole. Aha. Ich weiß ja nicht, was das da ist. Was das da vor allem ist. Fahrgeschäft. Amunazi. Eine Nation, nicht Nazi, sorry. Okay, das ist schon wachsen, ja. Hier das erste Mal zum coolen Wenden. Nicht ruhig. Und. Ja, so Scheiben stört eben schon ein bisschen. So schön ist das Auto auch. Oh, ist ein Drehklub. Oh la la, Drehklub. Ich dachte, mit 40 Euro fahrst. Hey Junge, steh auf! Look the fuck out! Atheist! Was? Was hast du gesagt? Schaust du einfach, hä? Ich will eine Ratte verstampfen. Jetzt geh schon. Los, ihr Scheiss! Komm mit! Boah! Cock, bitch! Super gehört man. Schön halbmäßig reindriften. Und jetzt gönn ich mir einen Schluck Eis. You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it.
The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Yeah. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing? Ich glaube, da bringe ich mit das Auto mit. Da sehen wir zwei noch diese Pane. Also, schnell zur Leerheit raus. Mit vollem Akku. Während der Garten, ja. Da muss eine andere Straße sein. Oh, that's so gang mal weg. We're proving that Los Santos is more than just trap. In a stele. Schupfzweige. Gang da rein. Naja, gut schon. Nein, gut, eben nicht verdammt. Jetzt muss ich wirklich einsteigen. Ja, jetzt ist er aber drin. Scheiß Auto. Komm, Spiegel abkicken. Was ist es gegangen? Ah! Ist er voll im Griff mit dem Messer? Ah! Ist mein anderes Auto wieder hin? Heilige Scheiße, was ist da für eine Straßkirche? Haben schon rum, dein Auto ist weg. Check's echt nee, sorry. Gott, schauen wir, ob wir schön das Auto finden. Oh, das klingt schon leicht gut. Immer stark. Scheiß Auto. Ah, du Hurensohn! Du hast mich angefahren. Oh. Jesus! Komm da raus! There's two things going on here. It's a hot and a cold. You know, you're choking, but you're giving life and feeling. Ja, schon bis. Oh, das klingt sich aber ganz grimmig. Also mit Gräbig meine ich schwer. Also. Stabil auf dem Boden, aber schwenken ist nicht. Oh. Ich meine, ich kann so eigentlich lauen. Wie sie jetzt hier halten, dann klauen. Der hat eh den Moos. Oh.
Martinek Table. Das ist schon ein bisschen amazing. Ha! Arschlöcher. Ja, hättest du eigentlich nicht ins Auto gumpen können. Was läuft denn hier auf den Gleisen? Kurz eigentlich nicht. Die Leute von heute laufen nicht auf Gleise. Oh, Kurve schneiden. Was sagst du mir, Arschloch? Wo? Dies kennt es, haben wir gemerkt, Junge. Tu. Ratten! Scheiß Arschloch. Kann ich echt nicht brauchen. In die Fresse. Wie fährst denn du erst gesoffen? Ich weiß nicht, solche Leute geben mir echt einen Führerausweis. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ah, so eine Notasone, sorry. Oh, hat der ein schönes Auto. Ah, nein, Leute. Hat nur hier von hinten geil ausgesehen. Ja, mal. Ja, die Farbe ist geil und sonst ein bisschen schwul. Und dann hier jetzt geile Autos. Wach gerade im richtigen Moment. Ja, da habe ich das schönste Auto in der verfickten Stadt. Pass auf, ich kehre! Also nur, dass ihr wisst, die schönen Fahrskills von mir sind alle im Battlefield 3 erworben worden. In der... Was habe ich damit gefahren? Quad? Also nicht Quad, da halt die Offroad-Autos. Die haben alle immer so schnell wie möglich ans Ziel gebracht. Das Auto könnte mir fast schon gefallen. Gefällt mir lieber. Gott, ich habe glaube ich ein schönes Auto gefunden. Ich muss überlegen. Schwarz, Silber. Hey! Jo, du hast das Auto für mich. Oder hast du das bessere Auto für mich? Hey, nein.
Ja, die gefällt mir irgendwie besser. Gang mal los, Idee. Ich sehe keine Ahnung. Ah, fuck, das ist schon um einiges besser als du. Hey, bist du krank? Fahr doch, Bullen sind da. Das Auto. Das ist nicht so wichtig. Ich bin gleich noch gesehen. Hey, los! Scheiß Mann. Scheiße, ich hätte ihn jetzt jemals gesehen. Wall sliding! Ciao, ihr Arschlöcher. Ich weiß nicht, wie es dort noch ob ich gut oder nicht. Perfekt. Ha! Sollt's mich doch mal finden! Ha! Oh, scheisse. Das ist eine typische Idee. Er schiesst ja wieder da oben an, he? Ich sehe mich doch nicht. Aber es sind alle genau Punkte hergekommen. Der ist mir sogar mit über den Hügel gekommen. Das schießt mir jetzt an, dass ich kein Auto mehr habe. Oh, du. Wo ist deine scheiß Pistole? Und jetzt, run, bitch, run, we are free, we are free, we are free. Hoppa! Scheiße, das könnte typisch die diese Einstellung, genau die gleiche. Ihr seht mich doch niemals. Gang auf die Tür! Gang über die Ecke! Scheiße, ich werde so sterben! Hey. Die Ausweichmanöver! Los, los, los! Oh, nein!
Ab im Pool, schnell! Hopp. Und ab. Und Türen. Na. No. Und da unten rein. Schön. Sorry, aber. Nicht. Nein! Nadel weg! Drüber und lauf, 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 lauf. Sorry. Oh! Ach, dein Auto wählen. Ach, Tod ist jetzt ein bisschen ein ernstes Wort. Wir reden wegen zeittechnisch nicht erreichbar. Oder? Was meinen die dazu? Gimme. So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing. Time to go on to my second auto. The financing, it seems like a shitty deal. Oh, it's only so this type book with my second auto to. Mama got a house, daughter got accounts. Just a big enough. Yeah, bring in a missy. Ach, oh, shit, I hope that's going to be good. What's next? That was strange. Wow, das Ausweichmanöver. Aber er klärt da. Jetzt habe ich Lichter. Jetzt gehen wir jetzt nochmal den schönen Weg. Ja, ja. Hey, did you change your... Auf jetzt. Sind wir davor noch nicht oben, wo wir an der Lehre waren? Voll am Eskalieren. Oh, fucking hell. Den Handbremse anzuhören. Wie es gerne noch. Wie schneidet denn die Hecke hier? Nein, ich glaube, es sollte nicht so abstechen. Es tut mir jetzt fürchterlich nicht so leid, aber. Man kann wieder auf die Nase schauen. Nein, ich muss ins Haus rein. Ah, nein, schau an. Thank you.
Just because you have a massive gaper, bitch! Fucking homo, you're dead! Dad! He said I had a massive! Jimmy called me a bitch! Uh-huh. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas! Holy fucking shit, bro! Dad! Dad, there's a dude! Dad, help! Dad! Ich meinte, ich kann ihn niederschlagen. Nächstes Mal komme ich rein und gebe mir Goldig. He tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas! Fick, aber es ist schnell hoch. Schon niemand ruhig stellen hier. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. The check is full, ne? Thank you, coach. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Well, you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. So habe ich schon wieder. Bitte, wieso packt er sich immer das behinderte Messer aus? Ja, was ist mit meinem Auto? Okay, das gefällt mir eh besser. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Schauen wir, dass wir keinen Kratz machen. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Huh? Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. What? Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this... You a fucking idiot? And looking at the way you're going about this... My guess, you're working a credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. Watch it. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon. By the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. My finger's on the trigger, dipshit. It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Hey, man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Come on, kid. Oh, fuck. Oh, shit! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker!
See now, you've pissed me off. I spit on. Wir sind fertig, dritte. I'll get my lawyer. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Het is bij de deel toch weer. Der Franklin jetzt. Schon daheim. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car. You crazy. Yeah, if you say so. Aber ich glaube, ich muss da andere spielen. Ich bin mir. So wie der Timer geläutet, die Folge ist vorbei. Jetzt will ich ganz schnell schauen. Muss ich für jeden Scheiß. Dann war's das mal für heute. Morgen kommt eine neue Folge. Ja. Merci fürs Zuschauen, dann die Tiere gehen raus. Schöne.